Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, 8.30 Uhr und ich stehe schon in Nürnberg, habe die Kiste bei DBI schon abgegeben. Ich glaube, das erkennt man aber nicht, das ist da ganz hinten links. Ja, und jetzt stehe ich hier schon eine Stunde, weil Dispo Basti sucht noch. Ja, soll er mal suchen. Nur ich muss gleich mal gucken, dass ich mich irgendwo anders hinstelle. Weil das hier eigentlich nur für PKWs ist. Ich meine, hier vor mir steht auch ein Leerchassis, aber das heißt ja erstmal nichts. Aber hier gibt es in der Nähe keine Parkplätze für LKWs. Außer ein Streifenstückchen weiter runter. Und da passen dann drei Stück hin. Und das war's für das ganze Industriegebiet hier. Ja. Naja, ich bin ja mal gespannt. Aber irgendwie ruhig hier. DBI ist ruhig. CDN ist ruhig. Das ist hier auf der anderen Seite. Tja. Nur bei CDN oder DBI kann ich mich nicht auch einfach so hinstellen. Das funktioniert nicht. Ich kann ja mal im Navi gucken, wo hier der nächste Parkplatz ist. Ja. Ein toller Mittwoch. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr noch was. Habe ich die Leerbüchse von gestern ja abgegeben. Ja, das habe ich ja gerade in dem über die andere Kamera vorhin da gesagt. Und ja, wir haben jetzt 13.25 Uhr. Und ich stehe jetzt in der Querstraße, also so 200 Meter weiter. Seitdem doof rum. Weil im Moment aus dieser ganzen Region hier, wo irgendwie nichts zu kriegen ist. Ja. Habe ich dann mal, nachdem ich hier schön viel geputzt habe, alles mal sauber gemacht, ausgemistet und so einiges. Ja, jetzt gerade mal die Dispo angeschrieben und mal so höflich gefragt, ob man mich vergessen hat. Und dass, wenn die jetzt irgendwie rechtzeitig nichts mehr kriegen für heute, dann sollen die mir mal Bescheid sagen, weil dann fahre ich das Chassis hinten zusammen auf klein. Quasi so, als wenn ich 20er hätte. Ja, und dann fahre ich zurück, wo ich letzte Nacht gestanden habe. Oder davor, da ist glaube ich noch ein Auto, fahre ich dahin. Weil hier in dieser Querstraße bleibe ich nicht über Nacht stehen. Weil hier habe ich nichts. Und ja, mal abwarten. Also das so, in dieser Länge der Zeit, habe ich das auch noch nicht gehabt. Aber das ist allgemein im Moment so. Ja, also Hamburg platzt sowieso aus allen Nähten. Die lassen im Moment wohl oder sollen jetzt ab April lassen die erstmal nur noch Schiffe rein, die mehr mitnehmen, als dass sie anliefern. Und natürlich fährt dann kein Containerschiff mit den Containern einfach weiter um die Welt. Das machen die nicht. Und ich gehe ganz stark davon im Moment aus, dass die entweder dann im Bremerhaven oder Wilhelmshaven runtergehen. Ich meine, Wilhelmshaven, Tiefseebecken, kein Problem. Und Platz haben die da ohne Ende. Da ist sowieso gähnende Leere. Und was ich neulich in dem einen Video gezeigt hatte, wo ich nach Aurich gefahren bin, war das, glaube ich. Ja, genau.
Ja, also ein Teil der Strecke ist mittlerweile elektrifiziert von der Bahn, allerdings das ganze Stück nach hinten raus bis zum Hafen immer noch nicht. Das konnte ich so aus dem Fenster sehen, aber auf die Kamera hätte ich es nicht oder sehr schwer drauf gekriegt. Und die haben Platz, sollen sie es da abliefern. Ja, jetzt bin ich mal noch gespannt. Also so um 14 Uhr, spätestens 14:30 Uhr, fahre ich Chassis zusammen und fahre zurück. Und wenn sie dann noch was haben, dann sage ich, ja, tut mir leid, dann hole ich das erst morgen früh. Weil hier bleibe ich nicht stehen. Definitiv nicht. Ne. Aber es hat mal aufgehört zu regnen. Es ist die ganze Zeit nur am Regnen. Ja, so sieht im Moment die Lage aus hier. Wahnsinn, es geht weiter. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich hole jetzt hier bei CDN. Was machst du denn da? Hole ich jetzt einen Leercontainer ab, der geht nach Dornstadt, Ulm, zu DBI. Dort nehme ich dann einen neuen leeren auf und den lade ich morgen früh dann. Und der geht nach Hamburg. Am Ende der Straße biegen Sie links ab, Hamburger Straße, dann biegen Sie rechts ab. Ach so, ja, ich habe das Ziel schon Dornstadt drin. Ja, naja, machen wir mal. Alter Schwede, klappert die Kiste da hinten drauf. So, schön auf dem Weg nach Ulm. Oder bei Ulm, Dornstadt. Ja, gebe ich hier die Leerbüchse ab. Von wegen Bahnumfuhr. Leerbüchse. Bei mir soll es recht sein, aber naja. Ja, dann nehme ich einen 20er auf für morgen früh. Und da die Kiste wohl irgendwie nur 4 Tonnen wiegt brutto, da kommt also nicht wirklich viel rein, habe ich jetzt noch einen zweiten 20er dazu gekriegt, einen leeren. Den nehme ich auch hier bei DBI in Dornstadt auf. Und der geht nämlich auch leer nach Hamburg. Dann kann ich den ja mitnehmen. Muss ich gleich erstmal nur die 40er Büchse hier abgeben. Dann fahre ich wieder in die Parkbucht rein, baue das Chassis um auf 220er. Dann melde ich mich wieder an und dann fahre ich wieder rein. Weil 20er und 40er sind zwei verschiedene Spuren, wo du rein musst bei denen. Zumindest habe ich das so noch in Erinnerung. Die linke Spur ist 40er und die rechte Spur ist 20er. Alter Schwede. Ja, und von Dornstadt hoch zum Kunden. Vergesst diesen komischen Namen immer. Boxberg 97944. Aha. Ja, sind dann auch nochmal circa 2,5. Also werde ich mich von da mal auf den Weg nach oben machen. Aber dann so die erste oder zweite Raststätte ist definitiv meine. Und dann sagte Dispo Basti vorhin so am Telefon, naja, dann kannst du die ja morgen in Hamburg abgeben. Da meinte ich so, ja, könnte ich machen. Aber geh mal eher von Freitag aus. Meiner, wieso? Naja, guck dir mal die Strecken an.
meine ich so, und außerdem, ich bin bei der Arbeit nicht auf Flucht. Ja, dann eben Freitag früh, bin ich genau. Ja, dann nehme ich schon irgendwas für Montagmorgen auf. So ist zumindest im Moment der Plan. Mal gucken, ob sie auf die Schnelle was kriegen. Obwohl, aus dem Hafen raus immer, ne? Jede Büchse, die rausgeht, sind sie froh. Was habe ich noch? 78 Kilometer, dann bin ich da. Gutes Stündchen. Ja, das schöne Schwäbisch Gmünd. Gegeben, aber ich glaube, das ist auf der Gegenspur. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Warum fährt der denn da jetzt mit 66? Habe ich irgendwas übersehen? Oder will der mich verarschen? Überholverbot Ende. Das kommt irgendwie gerade passend. Schwede, war das gerade am Hageln. Jetzt ist das ja wieder in Ordnung, aber das war echt eine Hausnummer gerade. So, da sind wir ja schon gleich. Die sind ja immer noch nicht weiter mit ihrer Halle. Nehmen Sie die Ausfahrt Himmelweiler, dann nehmen Sie die Ausfahrt Albrecht-Berlinger Straße. Ausstelle. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann nehmen Sie die Ausfahrt. Maximal 4. Nach 500 Metern nehmen Sie die Ausfahrt Albrecht-Berlinger Straße, dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die fünfte Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die fünfte Ausfahrt. So machen wir das.
zum Glück hat das jetzt aufgehört. Naja, was heißt aufgehört? Aber zum Glück nicht mehr so, wie es mal war. Container! Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die fünfte Ausfahrt, Himmelweiler, dann biegen Sie rechts ab. Hier bin ich richtig. Eins, zwei, drei. Nee. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Ja, Umrundungskehrstraße, ja. Dann biegen Sie links ab. Sicher. Links abbiegen. Na klar. Oh, hier ist ja was los. Angekommen. So, Ankunft. So, die zwei Büchsen habe ich drauf. Und da das jetzt hier ein ganzes langes Stück über Landstraße geht, ich mir nicht sicher bin, was da noch an Plätzen kommt oder eben nicht kommt, mache ich hier jetzt Feierabend, weil hier ist auch schon alles voll. Und da hinten ist auch nichts mehr frei. Ja, ich habe von hier aus noch 2 Stunden bis zum Kunden. 7 Uhr soll ich da sein, fahre ich 5 Uhr los und wir haben jetzt 6:15. Und deswegen, ja, ist hier Schicht im Schacht. Ja, zu essen habe ich was. Schön steht man anders, aber was will man machen? Und wenn die da hinten ein bisschen mehr aufrücken würden auf der linken Seite, das seht ihr von hier mit der Kamera, glaube ich, nicht, dann würde ich da nämlich hinter den Camellia nämlich auch noch reinpassen. Aber wie das eben so ist. Naja, egal. Feierabend. Guten Morgen. Donnerstag. So, jetzt 4:50 Uhr. Hätte ich doch fast vergessen, meinen Spiegel hier auszuklappen, weil ich stehe hier so super. Ja, naja. So, Abfahrtskontrolle gerade gemacht. Noch 2 Minütchen und dann geht's Richtung Kunden. 7:05 Uhr laut Navi da. Ein bisschen was rausholen tue ich noch. Also 7 Uhr wird das eventuell oder hoffentlich eine Punktlandung. Da wollen wir mal schauen. Tja. Genau so sieht das aus. So, wenn es ein bisschen heller wird, machen wir mal weiter. Stuttgart, Flughafen. Das Licht vom Tower, da siehst du schon, wer weiß, wie weit vor Stuttgart. Zumindest nachts. Bosch. Ja, alle Fahrzeuge von Bosch. Stuttgart-Möhringen, da war ich doch.
irgendeiner Umzugskiste. Auch nur noch Baustellen hier. Will ich hin. B-202. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt 5 Richtung Boxberg. Dann am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Okay. Sind noch 8 Kilometer. Auf jeden Fall. Nehmen Sie die super Ausfahrt. Pünktlich werde ich da dann sein. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Ja, du wiederholst dich. Tüdün, tüdün. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, B-292, Richtung Boxberg. Oh, mach mal. Biegen Sie rechts ab. Kommt da einer? Da kommt keiner. Schalte. Vor 7 soll ich da sein. Jo, ich hab's nach schon 300 Metern entdeckt. Biegen Sie links ab, Rudolf-Diesel-Straße. Ich hab's schon entdeckt. Biegen Sie links ab. Oben links muss das sein. Da ist es. Wir haben jetzt 9 Uhr, kurz nach, gut 2 Stunden. Davon stand ich noch eine Stunde doof rum, weil die für Container nur eine Rampe haben und da stand einer dran. Ja,
Bei dem wurde natürlich ein 40 Fuß beladen und das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, für mich haben sie dann mit Papieren, mit allem drum und dran auch nochmal ein Stündchen. Aber alles schick. So, dann wollen wir mal Richtung Hamburg. Und mein Ziel wird sein Autohof Schwarmstedt. Obwohl, um die Uhrzeit könnte ich eigentlich auch noch ein Stückchen weiter. Ich muss gleich mal gucken, wie ich durchkomme. Ansonsten, ja, Bad Fallingbostel, dort die Ecke. Muss ich mal gucken. Dann habe ich es morgen früh nicht mehr so weit. Weil das Ding geht in den. Ja, genau. Frucht- und Kühlzentrum. Dessauer Straße. Ach ja. Ja, ich weiß, das ist ehemals Schuppen 48 oder so. Oder irgendwie so ähnlich. Da gibt es auch ein Video drüber. Oder zwei oder drei sogar, als ich noch damals für die andere Firma gefahren bin. Da haben wir immer unsere Kühlcontainer für Stork rausgeholt. Da hätte man Linie fahren können. Stork Hamburg. Dauerhaft. Ja, Dessauer. Also auf der anderen Seite. Das heißt, ich werde dann über die A1 reinfahren. Ja, machen wir so. So. Eine Baustelle, wo was getan wird. Thea. Welch herrlicher Duft. Das meine ich ernst. Ich weiß nicht warum, aber ich rieche das gerne. Wenn ich denn mal was vernünftig rieche bei meiner Dauerallergie. Spitalwald. Bin ich da auch schon mal vorbeigefahren. 100 Pro. Ja klar, da war ich in Stuttgart. In Möhringen da, oder wie das da hieß. Diese Umzugskiste. Zurück. Nee, hin bin ich hier gefahren. Genau. Abgesperrt. Kilometer noch, dann geht es irgendwie wohin. Oh, 81, was kommt denn dann? Die 7 ist das noch nicht, oder? Oder ein Stück 8? Nee, 8 ist ja andere Ecke. Ach, lassen wir uns mal überraschen. Ja, doch. Das müsste Würzburg West oder so sein. Oder so. Ja, na klar, die A3 ist es. Mensch, fiel mir aber irgendwie nicht ein. Ah, macht ja nichts. Bin jetzt ja drauf. So, ein anderer Kollege hatte heute Nacht so einen kleinen eigenverschuldeten Unfall. Meinte an der Raststätte, so einen Betonklotz da mitnehmen zu müssen.
Ja. Naja, so ist immer irgendwas. Rasthof Würzburg. Oder mache ich hier Pause? Nein. Was habe ich denn? 2 Stunden 10 habe ich schon. Jetzt sind schon wieder 45 Minuten rum. Ja. Ich muss mal gucken, wie das nachher alles so auf der 7 läuft.